Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir. Wie immer vorab, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute wagen wir uns an die perfekten Bratkartoffeln. Habt ihr euch auch wie immer oft gewünscht? Deswegen schreibt weiter fleißig in die Kommentare, was ihr in Zukunft noch sehen wollt, damit wir da auch noch mehr eingehen können auf euch oder ich auf euch eingehen kann. Und der Kanal hat sich auch wirklich in diese Richtung entwickelt, die er soll, nämlich, dass Sachen gekocht werden, die ihr sehen wollt. Ja, es ist eigentlich total einfach, was wir dafür brauchen, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, für unsere perfekten Bratkartoffeln brauchen wir natürlich Kartoffeln, die habe ich schon mal gekocht. Festkochen natürlich, einfach kochen und warm pellen, dann tut ihr euch am einfachsten damit, idealerweise vom Vorteil, ne? Weil ihr dann eine schöne Struktur habt, ihr könnt die schön schneiden und dann braten die auch und zerfallen nicht so extrem. Aber ansonsten, ihr könnt die auch vormittags kochen oder... Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, kocht ihr einfach davor. Dann machen wir das Ganze natürlich mit schönem Speck, bzw. Bacon, Baconstreifen und einer Zwiebel, Petersilie, ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, Muskat. Ich hole jetzt noch ein bisschen Butter und dann geht es jetzt auch schon los. So Freunde, als allererstes schneiden wir unsere Bratkartoffeln. Nicht hier so ganz, ganz klein, sondern ruhig schöne Scheibchen, dass die auch nicht so zerfallen. So, also, schneiden wir jetzt alle klein. Und dann kommen die auch schon in die Pfanne. Kartoffeln sind klein geschnitten, die schmeißen wir jetzt hier mal alle in die Pfanne. Gibt am Anfang ein bisschen mehr Hitze dem Ganzen, weil die Kartoffeln ja auch jetzt nicht so heiß sind und sonst die Temperatur da wieder ein bisschen runter senkt. Deswegen, wie gesagt, am Anfang ein bisschen Hitze ruhig geben und danach gehen wir ein bisschen runter. Das reicht hier doch schon mal. Eine gute Portion. Oder Johnny, hast du die Nummer mitgebracht? Sehr gut, ja, ich habe schon ein bisschen Hunger. Aber reicht dir, oder? Ja, das ist lang, oder? Würde ich auch sagen, da kommen wir noch zwei dazu hier. Für den hohlen Zahn. Wir haben ein bisschen runter und schneiden schon mal nebenher unsere Zwiebelchen. Speckstreifen habe ich, muss man ehrlich sagen, schon so gekauft. Zwiebelchen kann man natürlich in Würfel schneiden. Ich bin aber immer ein großer Fan davon, bei Bratkartoffeln Zwiebeln hier in so Ringe zu schneiden. So einfach hier nur so runter. Und dann könnt ihr hier das Ganze so ein bisschen auseinander machen. Dann habt ihr diese coole Halbringe. Finde ich, macht das Ganze immer noch so ein bisschen gröber. Aber ich mag das. Johnny, du auch? Was sagst du? Ja, finde ich gut. Bei Bratkartoffeln gehört es schon so. So ein bisschen verschiedene Texturen und Strukturen hier. Ne? Wie ein Meister. Wahnsinn, oder? Johnny, sieht geil aus. Was sind das für Kartoffeln hier? Wahnsinn, oder? Weltklasse. Schön hier. Schön ein bisschen knuspern lassen, Freunde. Ja. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich in einem Restaurant essen gehe und ich sehe, die haben da Bratkartoffeln auf der Karte, ne, wenn es irgendwie so ein schönes Schnitzel oder sowas ist, Bratkartoffeln dazu immer cool. Aber meiner Meinung nach tun sich wirklich sehr, sehr viele Leute an Bratkartoffeln schwierig. Weil echt. Gute Bratkartoffeln sind nicht so einfach. Oft sind die so lätschig oder sind nicht richtig angebraten. Das ist ein schmaler Grat. Was sagst du dazu als Koch, Johnny? Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Ne? Zu perfektionieren ist nicht leicht, aber... Aber wir versuchen... Bei dir sieht es schon sehr, sehr gut aus. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das sieht gut aus. Die holen wir dann gleich raus, braten dann den Speck und die Zwiebeln an. Dann geht es aber richtig ab. So, Freunde, jetzt geht es in die Petersilie. Einfach die Blätter ein bisschen abzupfen, übereinander legen. Und dann könnt ihr hier so ganz smooth so schöne feine Streifen schneiden. Auch super dazu ist Schnittlauch, könnt ihr auch nehmen. Aber ich finde, Petersilie passt ein bisschen besser, weil ihr habt ja schon durch die Zwiebel, ein bisschen das Zwiebelige. Und Schnittlauch ist ja auch ein Zwiebelgewächs. Und dann haben wir das nicht so doppelt gemoppelt, sondern haben das hier ein bisschen Kräuter in Form von Petersilie und das Zwiebelige mit der Zwiebel, logisch. Die schauen schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Ich würde sagen, jetzt holen wir die gleich mal raus. Deswegen auch nicht so dünn schneiden, wie ich eben gesagt habe, sondern ruhig ein bisschen dicker, weil wenn die zu dünn sind und ihr wollt die auch so knusprig hinbekommen, sind die meistens sehr trocken. Ne? Logisch. Deswegen ruhig ein bisschen dicker schneiden
Dann habt ihr auch eine Menge Spaß mit eurem Bratkartoffeln. So Freunde, die Kartoffeln haben jetzt eine schöne Farbe. Wir holen das in eine Schüssel, legen da ein Crepe rein. Und dann, ich zeige das hier mal kurz, schaut doch jetzt schon mal sehr, sehr gut aus, oder Johnny? Was meinst du? Sieht richtig sexy aus. So, die gehen wir jetzt hier rein, jetzt so ein bisschen abzufetten. So, und packen dann jetzt hier schon mal unseren Bacon rein. So Baconstreifen. Brauchen wir auch gar kein Fett dazu machen, weil der genug Fett hat, der Bacon. Ne? Das ist so, so. Machen wir jetzt ein bisschen aus. Auslassen heißt, dass der Bacon oder der Speck im eigenen Fett brutzelt. Ne? Das machen wir jetzt hier. Dann geben wir gleich die Zwiebeln dazu. Dann die Kartoffeln wieder, eine Flocke Butter, würzen. Dann ist es finito della musica. Jetzt hier schon leicht ausgelassen. Kriegt langsam leicht Farbe. Jetzt packe ich da schon mal parallel die Zwiebeln mit dazu. So. Lass mal, wie gesagt, jetzt auch noch hier so ein bisschen glasig werden. Bis dahin brutzelt der Speck schön weiter. Oh, das schaut doch jetzt hier schon fein aus, ne? Das riecht doch geil. Ja, oder? Das kann man mal so machen. Super. Super. Das Ganze schaut jetzt wie folgt aus. So, Zwiebeln sind schön glasig. Speck ist schön braun. Knusprig. Jetzt geben wir die Kartoffeln wieder dazu. So, dann im gleichen Zuge schöne Flocke Butter, ne? Schön Geschmack gibt dem Ganzen. Und jetzt würzen wir das auch. Und dann nehme ich schön ein bisschen Pfeffer dazu. So, etwas Salz. Nur ein bisschen, die Kartoffeln waren ja auch in dem Salzwasser gekocht, ne? Und noch ein bisschen Muskat. So. Oh, Wahnsinn, das ist Wahnsinn. So, ganz kurz drauf, dann kommt gleich die Petersilie rein und dann war es das auch schon. Schaut aus. Sieht sehr gut aus. Schau mal. Ja, auch geile Farbe. Die Kartoffeln. Weltklasse. So, jetzt kommt die Petersilie dazu. So, das war schon gut gemeint hier. Wahnsinn, oder? Sind das Bratkartoffeln? Das sieht super aus. Das sind Bratkartoffeln. Freunde, das war jetzt effektiv, ich würde sagen 10 Minuten, klar, wenn die Kartoffeln gekocht sind, aber ich würde sagen, Bratkartoffeln gehen immer, wenn es vegetarisch machen will, lässt er den Speck weg, aber ich finde, das ist so eine super Konstellation, die Zwiebeln, schön ein bisschen gröber geschnitten, ich bin einfach ein Freund davon, dass man viel Textur in so einer Bratkartoffelgeschichte halt sieht und schmeckt. Jetzt probieren wir das Ganze noch, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es schaut schon sensationell aus. Heiß, aber nice. Also Freunde, kocht das nach, ihr werdet eine Menge Spaß damit haben. Meiner Meinung nach sehr, sehr gut geworden. Also ja, Feierabend. Einfach mal ein Bratkartoffel-Feierabend hier rausgestampft. Also Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wer noch kein Abo hat, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann hackt weiter fleißig in die Kommentare, was ihr in Zukunft noch sehen wollt. Dann kommen weiter so coole Geschichten dabei raus. Also, bleibt gesund und mit kulinarischen Grüßen. Euer Kevin.